Tag 75, Woche 11, Muscle Commander Gildner, vorletztes Training. Wir trainieren Rücken. Hier duales Gerät zur Schulung der intramuskulären Koordination oder auch intermuskuläre Koordination. Hier ist der höhere Aspekt der Koordination überhaupt gefragt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das ist auch eine gewisse Trainingsvariation, die ihr mit einfügen könnt. Wichtig ist jetzt hierbei, weil wir keine Polsterung überhaupt haben am Brustbein vorne oder am Rücken, dass wir natürlich kontrolliert darauf achten. Es wird auch tendenziell schwerer sein, das gleiche Gewicht zu leisten. Wir greifen wieder ordentlich. Hier haben wir den freien Bewegungslauf und deswegen empfiehlt sich so ein freies Gerät, wo ich am Kabelzug das Ganze arbeite. Ich arbeite wieder breit, der Rücken geht nach unten. Das heißt, über die Ellenbogen, die beugen, geht der Rücken nach unten. Zieh wirklich die Scapula nach hinten außen, um einfach zu ermöglichen, dass der Rücken breit arbeitet. Falls das Gewicht zu hoch genommen wird, würde das natürlich wie folgt aussehen. Ihr würdet euch massiv nach hinten lehnen und ihr würdet nur noch diese Bewegung machen. Das wäre bei zu starkem Gewicht. Bei zu leichtem Gewicht gehen tendenziell die Schultern nach hinten und das wäre auch kontraproduktiv. Das heißt, achtet darauf, dass ihr die Bewegung kontrolliert macht, dass ihr volle Bewegung macht, mental den Zielmuskel anspannt. Viel Erfolg!